Ja, wenn man mit Indigenen arbeitet in Sibirien, fällt einem auf, dass eben die Natur und die Tiere besondere Achtung und Respekt erhalten von den Menschen. Und da fragt man sich, ja, wie das begründet sein könnte. Und ich meine, aus meiner Erfahrung, es könnte sein, dass die Indigenen jedem Gegenstand der Natur, jedem Tier auch eine Seele zusprechen. Dass also die Natur und die Umwelt beseelt ist und dass man deswegen auch die Natur angemessen behandeln muss, mit ihr umgehen muss, weil sonst eben die Natur sich auf ihre Weise irgendwie dann auch vielleicht rächen könnte. Weil sie eben genauso beseelt ist wie der Mensch, wie andere Lebewesen. Also praktisch, dass er mit der Natur und den Lebewesen gewissermaßen so auf Augenhöhe umgeht. Und das heißt eben, denen auch so eine gewisse Gleichwertigkeit zuspricht, wie sich selbst, wie den Menschen. Man ist der Auffassung, dass eben die Tiere auch Seelen haben. Und wenn man die Tiere, die man während des Jahres erlegt hat, die werden auf einem Fest dann insofern geehrt, dass man die Seelen besonders gut behandelt und verabschiedet ins Jenseits, damit sie dort berichten, dass sie von den Menschen gut behandelt worden sind. Und das ist eben ein ganz wichtiges Fest, sind die sogenannten Versöhnungsfeste. Jetzt in dem Fall bei diesen Küstenkojaken, und da geht es um Seehunde und in dem Fall auch um Schneeschafe. Und während des ganzen Jahres sammeln die Menschen bestimmte Zutaten aus der Natur, also aus denen dann zum Herbst diese festliche Speise bereitet wird. Und diese Speise ist sehr wichtig, weil mit der Speise werden nachher die in kleinen Gegenständen symbolisierten Tierseelen sozusagen gefüttert, bestrichen, beschmiert und die werden dann in einem Feuer verbrannt und entweichen so ins Jenseits. Und dann, weil sie eben dann während des Festes gut behandelt worden sind, die Tierseelen, also einmal durch diese Speise, die rituelle Speise und eben auch durch die Tänze und Gesänge, die stattfinden während des Festes, das dauert die ganze Nacht, das fängt abends an und geht bis zum Morgengrauen. Und während der Zeit werden die Tierseelen, das sind kleine Figuren, die geschnitzt werden, zusammengebunden werden, die werden aufgehängt in einen heiligen Baum, sind also während des Festes präsent und können dann eben berichten, die Menschen haben uns wirklich toll behandelt, haben uns gut gefüttert und geehrt, geschätzt. Und dann sagen sie, dann schickt mal wieder Tiere zu den Menschen und das ist Geben und Nehmen. Weil der Mensch, der nimmt von der Natur und spürt gleichzeitig die Verpflichtung, er muss auch etwas zurückgeben. Das ist eigentlich so dieser Grundgedanke, auch an allen sozialen Beziehungen bei diesen Völkern ganz stark ausgeprägt, sich auch auf die Natur überträgt. Dass man irgendwie etwas zurückgeben muss für das, was man von der Natur genommen hat. Und daraus hat sich dieses Ritual entwickelt. Die Generationen sind darauf bedacht, dass die Ressourcen erhalten bleiben, auch für die jungen Leute, weil sie auch letzten Endes dann von der Hilfe der jungen Leute nachher im Alter praktisch auch leben. Und sie sehen also sehr stark diese Dauerhaftigkeit und auch diese Verpflichtung, die man hat, gegenüber der Welt, die so zu erhalten, wie man sie bekommen hat. Und da habe ich gemerkt, das fehlt in vielen, auch in unserer Kultur. Man denkt doch sehr, sehr kurzsichtig und zum Teil auch sehr ja, egoistisch vielleicht, während man eben dort sehr auch in diesem gemeinschaftlichen Denken verhaftet ist, sowohl gegenüber den Mitmenschen wie auch gegenüber der Tierwelt, der Natur. Und das so die ganzheitliche Sichtweise, die sehr stark zum Ausdruck bringen. Das hat mich sehr fasziniert, weil ich merke, das fehlt in unserer Kultur. Und das, ja, man kann es natürlich nie übertragen in unsere Kultur, das ist unmöglich. Aber man weiß, ja, man versteht unsere Welt vielleicht ein bisschen besser dadurch auch. Das fasziniert sich natürlich, weil die Kinder auch einen ganz anderen Zugang haben zu einer belebten Umwelt. Also man sieht ja auch bei uns viele kleine Kinder, die haben noch dieses Verständnis, dass sie eben noch Tiere und Seelen haben und mit denen man auf Augenhöhe gewissermaßen umgehen kann, was dann ja später erst verloren geht. Also und das ist ganz klar, ganz deutlich bei den kleinen Kindern, bei Jugendlichen hat man noch ein sehr starkes emotionales Verständnis für die Belebtheit der Umgebung, der Natur, seien es jetzt ja, besonders Tiere oder auch Naturphänomene wie Steine oder
Bäume und so. Und das drücken sie auch dann sehr stark in ihren Bildern aus. Wenn man da so ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man das sehr stark. Dieser ganz starke emotionale Bezug noch dazu, zu diesem alten Denken. Der Rabe in diesen Erzählungen ist meistens sehr gierig und nimmt sich, was er gerade will, und das darf man nicht tun. Und man muss immer, genau, man muss Maß halten und man muss auch mit den Nahrungsmitteln gut umgehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Und man muss sich auch an bestimmte soziale Regeln halten. Man darf seine Familie nicht verlassen, man muss für seine Familie einstehen, die Kinder, die Frau und alles solche Sachen. Und diese ganzen Tabubrüche begeht der Rabe in den Erzählungen oft. Und wird dann auch wieder zurechtgewiesen, zurückgeholt. Und so werden indirekt auf diese Weise, durch diese ganz amüsanten und spannenden, lustigen Geschichten im Rahmen, werden so auch wichtige Werte und Verhaltensregeln der jungen Generation vermittelt. Und deswegen ist es auch ganz problematisch, wenn jetzt auch diese Erzähltraditionen wegbrechen. Dadurch verlieren natürlich dann auch die Jugendlichen diese Art von Orientierung. Gut, sie kriegen natürlich andere Orientierungen durch den Kindergarten, durch Schule und durch. Aber eben so diese besondere Art des Verständnisses der unmittelbaren Umwelt, in der sie leben, geht dadurch leider dann verloren. Und deswegen ist auch für uns sehr wichtig, dass wir diese Erzählungen und auch in den Sprachen versuchen zu halten. Darum sind wir gebeten worden von den Einheimischen, weil die spüren, dass die Traditionen leider jetzt auch mit dem Verlust der Sprachen verloren gehen. Dass man die auf jeden Fall noch versuchen soll aufzuzeichnen und nach Möglichkeit umzusetzen in Lernprogramme mit modernen Medien, wenn es geht, wie würde ich das jetzt versuchen, dass man sie auch auf den digitalen Endgeräten, auf Smartphones nutzen kann, um das so auf die Weise den Jugendlichen noch irgendwie zu vermitteln. Die Einheimischen, mit denen ich gearbeitet hatte, suchen einen Zugang zu den anderen Welten und zu den dort lebenden Geistern. Und dazu bieten sich dann oft heilige Plätze an, an denen bestimmte rituelle Handlungen und Opfergaben vollzogen werden. Zum Beispiel in dem Dorf, wo ich dann wie gearbeitet hatte, hatte man einen heiligen Berg, um den sich ganz viele Erzählungen, Mythen, Legenden kreisen, weil man der Meinung ist, da würden dann eben wichtige Geister leben in dem Berg und wenn man bestimmte Anliegen hat, zum Beispiel bei Krankheit oder wenn man irgendwie oder einfach sich bedanken will für die Natur, dann geht man dorthin und gibt dann kleine Gaben an einem bestimmten Ort. Und in dem Fall war es bei mir so, ich musste am nächsten Tag weiterfahren und das ist in diesen Gebieten oft gar nicht so ganz ungefährlich manchmal, und da war die eben meine Gastgeberin, meine Bekannte, war sehr besorgt, dass es mir auch gut gehen sollte auf der Reise, und da dann eben zu dem Anlass eine kleine Gabe den Geistern gegeben und hat dazu gesagt, dass es mir doch auf der Reise dann irgendwie, dass mir keine Gefahren irgendwie soll ich nicht erleben und so weiter. So geht man dann oft um mit diesen heiligen Plätzen und vollzieht dort diese Rituale. Und wenn man jetzt praktisch das Denken der indigenen Völker, dieses ganzheitliche Denken, sich versucht zu verinnerlichen, sich da ein bisschen versucht reinzudenken, dann könnten wir vielleicht auch in unserem Umgang mit Verschwendung von Naturressourcen und der ganzen Dorftigkeit schon was lernen, wo man natürlich nicht das direkt übertragen kann, das ist völlig klar. Aber doch im Kleinen kann schon jeder irgendwie damit anfangen und das mal zu überdenken, sein Verhalten, was eben auch gerade diese Art der ganzheitlichen Sicht mit der Natur und dem Umgang mit den Ressourcen, was man von den Indigenen eben doch mitbekommen könnte. Und ich habe das Gefühl, dass gerade auch viele junge Leute auf der Suche nach solchen neuen Erklärungen sind, weil eben unsere Erklärungen bisher jetzt offensichtlich völlig versagen. Und so gesehen wäre das schon sehr wichtig, wenn sich dann auch, oder das machen ja auch viele junge Leute, sich mit diesen Kulturen beschäftigen, auseinandersetzen und daraus eben auch Orientierung finden und Kraft und Mut, eben mit unserer Zukunft umzugehen. Naja, ich habe im Laufe der Zeit bei meiner Arbeit
bei diesen Völkern vieles erfahren, was ich in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur zum Teil vermisse oder was mich auch gestört hat. Und zwar war das einmal, ja, das waren bestimmte Regeln oder Werte, Vorstellungen der Verantwortung gegenüber der Natur, der Nachhaltigkeit, gegenüber auch den Mitmenschen, an einer gelebten Solidarität in der Gemeinschaft. Und das hat mich eigentlich sehr fasziniert, weil, und das hat sich dann irgendwie mein Wunsch geprägt, dort immer wieder hinzufahren. Und was mir auch sehr viel Freude macht, hat mir auch eine gewisse, letztlich auch so eine gewisse Geborgenheit gegeben und eine Orientierung. Ich habe dadurch sehr viel gelernt, durch meine Freunde dort. Und zwar besonders auch, dass man auch, auch etwas zurückgeben muss, was man bekommen hat. Die Menschen haben mir sehr geholfen, haben mir sehr viel gegeben und denen habe ich alles zu verdanken, was ich bisher seitdem gemacht habe, beruflich und überhaupt auch menschlich. Und dann spürte ich eben das Verlangen, ich muss da auch wieder hin und muss denen irgendwie jetzt auch ja, was zurückgeben. Und dann hat man mich eben dort auch aufgefordert, ja, dann helf uns doch, dokumentiere doch unser Wissen, du hast die Technik und die Möglichkeiten, unser Wissen geht verloren, unsere Sprachen gehen verloren. Und zeichne die auf jeden Fall auf, dass man später nochmal darauf zurückgreifen kann. Oder wenn es geht, setze ich doch um in Lernmaterialien. Und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, dann haben wir zuerst also Lehrbücher geschrieben, also richtig noch in der alten Druckfassung und dann nach und nach dann in DVD und nun eben jetzt auch über die digitalen Medien, über das Internet, weil die jüngere Generation, das kann dann genutzt werden über diese neuen Endgeräte, über die Smartphones. Und das ist eine Möglichkeit, wie man dieses Wissen auch erhalten kann, was wir dokumentiert haben.